Also. So, ein paar mal Vorne noch. runter noch, so Okay. den Block als letztes, also der dort unten. Da, hier, hier und hier. Genau, gut. Und die last one? So, dann der Regeneratorkur. Dann verwandelt sich das schon mal. Dann richtig Dann gedreht. Dann zieht man Domäne, hier noch die General. Leine hoch und dann ist alles fertig. Sollte sein. Aber nach vorne wäre es Hallo, eigentlich schon besser. XX. Chris Sieht mich irgendwie ein XX. bisschen komisch aus. Nee, wie heißt der? Kri. Das kann ich gar nicht lesen, den Namen. Ja, wenn das so hellgrün ist und das da lese ich nicht. Keine Ahnung. Das ist bei mir so hellgrün, da lese ich nicht mehr, was da für eine Buchstaben sind. Ja, mir Ich auch. bin blind. Das ist ein 3x3 Feld. Gut. Ich bin blind. Wie Sieht viele aber auch schon ein verschiedene bisschen komisch aus. Bienenarten hast du, Madeline? Ihr könnt ihr herkommen? Was? Oh. Ja, ich frage nur mal, wie viel du hast, du. Ja, warte, ich kann es euch gleich sagen. Ja, dann gleich mal noch am Schauen. Fünf. Deswegen schreibe ich jetzt überall dazu, was das für welche sind. Ja. Damit ich dann sehe, wo doppelte sind, wo ich dann die für die Öli herstellen kann. Das habe ich eigentlich gestern schon mal probiert, aber. Was mit den Schildern oder wie? Nee, nicht mit den Schildern, mit der Öli, aber das hat nicht so ganz geklappt. Es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Wie wollen wir es denn dann bauen? Was hast Wie du? wir es jetzt hier haben oder dort vorne? Wegen was? Was redest du jetzt? Die dort hinten, die Turbinen. Ja, so wie hier ist. Die Mehrheit. Keine Ahnung, wie Das ist man die aber irgendwie Cultivated komisch, weil schreibt. die klatschen mal bis hinten ran. Also, ich kann euch mal kurz sagen, ich habe Unvary, Diligent, Vereal, Cultivated, Industrious, Growing, Noble, Slippery, Slippery, Common, Cultivated, Maroon, Sweetened, Water, Common, Unvary, Meadow, Cultivated, Unvary, Cultivated. Okay. Bei den anderen weiß ich noch nicht so recht, da muss ich dann was rumspritzen. Die Hitze oder so, oder die Kälte, oder was auch immer vertragen. Weil ich habe ja dann auch Winter, Marshy. Bei Marshy will ich ja dann eine Tropical machen. Kein Plan, dass du was machst. Kein Plan. Da weiß ich nicht so recht. Mach einfach so und wir können ja vorne einfach noch eine Reihe dazu tun und passt wieder symmetrisch. Also, du meinst vorne einfach noch eine Reihe Ja, Stonebricks. ich Genau. habe da noch, wartet mal, ich habe hier dann noch Rural. Das Fural, oder? Rural. Rural. Okay, können wir nicht. Habe ich. Dann, also da kann ich weiter vom, also die kann ich weiter mit Rural Unvary zu Farmery oder zu Fossilized oder zu Sugary. Sugary können wir dann zum Beispiel Zucker dingsen. Ja, das brauchen wir nicht, da haben wir genug. Ich sag, wichtig ist mal Öl. Farmery, Gesagt. die macht Stehst du? Weizen. Ja, die braucht Weizen. So, keine Ahnung. Und dann habe ich noch eine Monastik. Kann ich weitermachen zu Secluded, Hermetic und Mystical. Okay. Noble und Monastic ergibt Mystical. Und die Mystical ist nicht so schlecht. Na, muss ich da mal gucken. Natürlich habe ich auch noch Majestic und den ganzen. Mist. Ganz ein Mist. Weiß ich nämlich, welche ich doppelt habe. Jetzt weiß ich zum Beispiel, aha, okay, ich habe hier von Unvary und von den Cultivated habe ich mehrere. Kann ich eins hergeben? Du kannst aber auch ein ME-System machen, dann siehst du das auch schön gut. Könnte ich, aber. Könntest du, machst du aber nicht. Hier sind zum Wie Beispiel viel die Technik Oily fällt? Queens. So, was ist das für ein Modpack? Das ist mein privates Modpack. Gibt's noch nicht zum Download, das kommt aber noch zum Download, wenn der Reaktor fertig ist, inklusive der Welt.
So, Wenn da nicht mal wieder Modpack erzählt. Ja, habe ich heute wohl geschaut, aber dann haben wir gedacht, naja, so wichtig ist das nicht. Ja, so viele sind's noch nicht. Nur Applied halt. Ja, aber Applied ist jetzt. So viel haben sie nicht geändert. Nein. Probleme haben wir auch nicht wirklich. Nö. So ein C. Ne, extra C geht da auch so weit. Extra Cs haben die in Update. Ich glaube, oder? Ne, ich weiß nicht, irgendwas war da. Was war, ich habe heute nicht beinhaltet geschaut. Das beinhaltet jetzt 203 bei mir. Ja, aber hauptsächlich der Ending-Mod, also kein Schnick-Schnack-Kacke. Schnick-Schnack-Kacke. Kein Schnick-Schnack-Schnack-Schnick. Was baue ich eigentlich hier für Leute? Na doch, passt ja doch, was ist das? Scheiße. Ich hasse seine Multistruktur, ne? Du musst immer so konzentrieren beim Bauen. Weißt doch, wo wir mal in der Testwelt gebaut haben. Es ging nicht. Sascha und eine Multistruktur. RC, was ist RC? Reaktor-Core, okay. Und dann kommt das so. TG, was ist TG? Was ist der letzte Block draußen? Turbine, Dings. Ah, der Turbingenerator. Der ist nicht aufgeführt. Cool. Dann kommt hier wieder gelb. Komische Baustelle hier, ey. Generatoren gehen ja noch, der Rest ist nur so. Generatoren ist ja recht einfach. Alles scheiße. Alles scheiße, aber Generator geht noch. Ja, wenn du einmal gebaut hast, dann kannst du ja. Ziemlich interessant, ja. Ist auch interessant, das Modpack. Schön ausbalanciert auch, dass es nicht zu einfach und nicht zu schwer ist. Ja, wobei, wenn du einmal so einen Generator hast, hast keine Strom. So einen Reaktor hast keine Stromprobleme mehr. Ja. Oh, da ist schon Murdoch. Ah, Murdoch auch schon da. Gleich warten. So, und dann haben wir wenigstens einen, der was die Turbine fertig baut. Ich werde mal move. User was moved to your channel. Hallo und willkommen, Murdoch. Hallo. Hallo und herzlich willkommen hier auf. Mit dem Bird, den Livestream. Du schon zu Hause? Ich dachte, du switch später. Ausnahmsweise 17:30. Ausnahmsweise. Ich hab's weil Samstag gesagt. Ist. Okay, ja dann. Ausnahmsweise, wer du bist. Ausnahmsweise. Wir könnten dich eh gebrauchen, wir hätten da viel Arbeit. Ah, war mir klar. Lauf wir brauchen jemanden, da. Der was Turbinen und Generatoren baut. Ja, ist das ja alles bitte die Baupläne. Weißt ja von wohin. Ja, gleich, Moment. Muss ich dir das Bild schicken oder kann ich dir die Internetseite schicken? Kannst du mir auch die Internetseite schicken? Geht einfach dann für mich. Du brauchst dich mal. Warum sind doch schon an die Links? Ja, ihr braucht sie auf WhatsApp. Ja. Einmal das. Ist doch stimmt. Weil das ist eh direkt die Verlinkung zum Bild, dann kannst du sie runterladen sparen. Und einmal das. Wie viel RFU sowas macht die Turbine? Alle 8 Turbinen zusammen oder 7 Turbinen plus Reaktor machen 91 Millionen RF pro Tick. Also eine krasse Zahl. Genau, du sagst. Vor allen Dingen sehr viel Strom zum Verheizen. Ja, 91 Millionen RF pro Tick, das muss erstmal verheizen. Das kannst bis gut. Geld verheizt. Oder glaubst du nicht, dass wir das schnell verheizt bekommen? Ich glaube nicht. Ich? Nein. Bin ich dumm oder dumm? Ja, momentan ein relativ gutes Energie. Da ja. Brauchen wir auch nicht so viel. Bypass? Der Turbinengenerator. Der? Der? Hab ich jetzt irgendwas falsch gebaut? Bin ich dämlich? Ja, bin ich. Hier fehlen noch zwei Blöcke. Ich werde jetzt mal versuchen, einer Biene was zu spritzen. Hast du das noch nicht gemacht?
Nein, ich werde jetzt versuchen, der Biene hier Temperaturtoleranz ab 1 geben. Okay. Dann versuch das mal. Achso, warte. Der Steam-Auslass fehlt noch. Was, wofür wollt ihr verbrauchen? Für was wir das verbrauchen wollen? Ja, einfach nur, damit wir den Reaktor mal gebaut haben. Ja, ist ja cool, oder? Mal ein Projekt starten, was nicht jeder macht. Und es gibt sehr wenige Leute, die den wirklichen Survivor gebaut haben. Ich kann auch verstehen, warum, aber... Weil wir sind da jetzt sicher locker schon... Monat dran. Survivor! Aber da vorne. Was? Hä? Hä? Was? Da vorne was? Der Block muss als letztes platziert werden. Ja, habe ich ja gerade. Ja. Achso, der nee, der muss. Passt schon, ja. Sechster Fall drauf. Kann das sein, dass ihr die Turbinen weit nach vorne gebaut habt? Nein, du hast also, das du falsch hast das gemacht. Um den Ring herum bauen. Ja, du hast das falsch gemacht. Genau so haben wir gemacht. Dein Fehler, nicht unser. Weil die Kabel hatte ich extra schon, die Schläuche schon extra so weit fertig gemacht, dass hier die ansetzen. Direkt, ja, und direkt genau so haben wir es gemacht. Genau so haben wir es gemacht. Das kam raus. Da hast du falsch gemacht, haben wir auch dann später gesehen. Aber wenn du schaust, die hast du wieder richtig gemacht. Nee, die sind auch falsch. Die sind alle falsch. Ja, du hast ein Stück zu lange gemacht. Das sind ja, drei du, Blöcke. Du Schlingel. Drei Line hast gemacht, du hättest zwei machen sollen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, naja, bauen wir die erste dann um mal. Ja. War ja schon spät, ne? Eine Entschuldigung. Wie ist Chunk Neuladen F3A, glaube ich, gell? Okay. Geht auch nicht. Wieso? Ist bei dir hier die Turbine richtig oder falsch? Der letzte Rat. Falsch, oder? Falsch umgedreht. Ja, gut. Eigentlich okay. Nicht, aber okay, wenn Sie meinen. Also, vielleicht hast du unten falsch ausgerichtet, das Ding. Ja, vermute ich ja. So, nach hinten muss das raus, gell, ja. Ja. So. Interessant, ein Monat, krass. Ja, im Monat sind wir sicher schon dran, oder? Ja, circa, okay, wenn man ja. Die Magnetproduktion und so. Weil man muss ja anfangen, um den Reaktor zu bauen, muss man ja anfangen mit Reaktorkraft erstmal. Und dann kann man erst Rotorkraft. Und wenn du falsch auf YouTube. Zuerst Rotorkraft, dann Reaktorkraft, genau. Entschuldigung. So, jetzt passt. Sorry. Sorry, tut mir leid. I'm so sorry. Sorry. Und wenn du auf YouTube schaust, siehst du aber das erste Video mit Reaktorkraft rauskommen. Ist. Oder Rotorkraft. Dann weißt du ganz genau, wie lange wir schon dran sitzen. Abgesehen von der Offline-Zeit. Abgesehen von der Offline-Zeit, die natürlich auch extrem dabei ist. Mehr als wie extrem. Ich muss dazu sagen, also wir haben ja in der ganzen Zeit unsere anderen Projekte gerade nicht mehr laufen. Nein, weil wir mit denen ziemlich beschäftigt sind. Deswegen haben wir die anderen Projekte mal vorerst auf der Seite gelassen, weil wir den Reaktor zuerst mal haben möchten. Genau, dazu zählt ja dann auch Weltraumprogramm. Ja, und andere. Der Weltraumprogramm hier auf dieser Welt wird dann wahrscheinlich auch wieder eine Rolle spielen. Ja, Madlina ist ja doch dran da. Ja, Madlina ist ja an der Ölproduktion, das hat ja alles Zusammenhang, Leute. Ja. Sprich, damit geht's auch los und letztendlich, wenn der Reaktor explodiert, müssen wir ja irgendwo wieder hin. Flüchten. Und da flüchten wir auf den Mars. Erstmal Mond. Mars. Da bauen wir den wieder neu auf. Puh. Sind meine Bienen auch weg, wenn er da drüben explodiert, oder? Natürlich. Könnte schon passieren. Nein. Ja. Weil dann kann die ganz, fast die ganze Welt, oder die Hälfte der Welt zerstört werden. So. Ich glaube, ich muss da aufhören, das Scheiß zu bauen. Ich krieg da Zustände. Bis dorthin noch. Kriegst Zustände? Ich weiß gar nicht, was du machst. Ich habe jetzt schon zwei fertig, du machst. Ja, aber die ganze Chat schau und dann hier und da und jenes, verstehst du? Ja, schon, du hast doch genug Bildschirme. Ja, aber trotzdem muss ich auf die Seite schauen und ich muss dann ganz links, dann ganz rechts wieder. Und dann in der Mitte und dann weiß ich nicht mehr, wo ich war. Nee, wieder ganz falsch. Ganz links schon, ganz rechts schon, dann schiebst doch nach oben. Dann muss ich hoch schauen. Man, dass der Ed nicht multitaskingfähig ist, Leute. Ja. Genau. Das heißt, er dürfte niemals Lokführer werden.